Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir wieder auf Shorts. Aber zuerst kommt natürlich unsere liebe Grüße-Runde. Hi an Berkantil Dirim, Juliana Rocke, Sabrina Linnebach, Ruby und Stella. Ich hoffe, ich habe eure Namen nicht komplett zerstört. Es tut mir leid, wenn ja. Und falls ihr wollt, dass ich euch auch grüße, schreibt es einfach in die Kommentare. Abonniert natürlich den Kanal und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt lasst zu dem Video kommen. So war ich in der Schule. Ich frage mich, hätten wir uns damals verstanden? Doch, ich glaube schon, weil wir beide Loser waren. Ja, stimmt. Die Sache ist, das wäre einfach so Pausenhof. Ich wäre dann so in der 5., 6. gemobbt worden, wäre so auf den Boden geschubst. Und da hätten wir uns kennengelernt. Nee, da gucke ich so ins Licht nach oben, dann kommt so eine Hand. Dann bist du da mit so langen Haaren. Nee, ich glaube anders. Du wärst so auf den Boden geschubst worden, dann hättest du dich umgedreht und ich hätte da schon gelegen, weil ich auch auf den Boden geschubst worden bin. Ja, genau so. Aber das ist auch immer so eine Frage, wenn man sich mit jemandem lange kennt und versteht, aber nicht in der Schule zusammen war. Dieses, würden wir uns da verstehen? Und ich weiß nicht. Also es kommt drauf an, in welcher Klasse. Weil ich war mal so ein richtiger Spießer. Ich schwör bei Gott, ich war richtig nervig. Ich war ein richtiger Streber. Und ich wurde auch gemobbt. Halt nicht so lange am Anfang, als ich die Schule gewechselt habe. Da gab es mal Mobbing, aber dann ist da eine Junge weggegangen. Und irgendwie ist es dann alles so, man hat immer noch ein bisschen drüber gelacht. Vor allem, als ich dann mit YouTube noch angefangen habe, da war es noch schlimmer. Ich habe gehört, es gibt jetzt eine ganze Harry Potter-Reihe bei Primark. Und hier bin ich und ich suche die jetzt. Harry Potter-Reihe? Oh mein Gott! Harry Potter-Kissen, Ron-Kissen. Ich finde, das hat nicht mehr gereicht, oder wie? Sind das die Main-Charaktere von Harry Potter? Ich würde ja eher feiern Harry Potter und Voldemort, oder? Ja. Gibt es noch ein Gryffindor? Wieso gibt es keine Hermine? Das ist ganz cool. Ist auch squishy. Das Kissen ist echt geil. Das finde ich cool. Jetzt guckt. Das ist eine Umhangdecke mit dem Harry Potter Zeichen. Das würde ich mir holen. Okay. Eine Decke mit Harry Potter Funkos. Guck mal, Harry Potter Funko 1. Draco Malfoy. Harry Potter Funko 1. Und Hagrid. Dann gibt es noch Hogwarts. Ich mag sie. Bettwäsche. Ich zeig euch die einmal von nahen. Guck mal, auch mit Funkos. Boah, die kenne ich. Und eine Gryffindor-Decke. Die ist auch so weiß, weich von innen. Toll. Die ist cute. Die ist richtig cool. Ich fand die mit Dobby ein bisschen süßer, aber gibt es auch diese Flasche für 8 Euro. Boah, die Flasche ist echt geil. Harry Potter-Schätze vor allem. Rennt. Also, ich hätte mir die Flasche auch gekauft. Die ist geil. Oder dieses rote Kissen mit den Häusern, ihr wisst schon. Ich glaube, Harry Potter-Fans werden immer existieren. Der Harry Potter ist einfach so ein Ding, das liebt gefühlt jeder. Was denkt ihr? Like, ich weiß nicht. Okay, wir schauen weiter. Entschuldigung, hallo. Aua. Sorry, hab ich Sie geweckt? Bitte den Sitz aufrichten, wir landen. Ja, danke. Unser Flugzeug verfügt über 8 Notausgänge, 2 vorne, 4 mit den Tragflächen und 2 hinten. Oh Gott, das ist echt so. Das ist Englisch und heißt Ausgang. Junge Frau, das Anschnallsignal ist gerade angegangen. Es ist mir egal, ob Sie Durchfall haben, ja? Aber es geht auch ganz schnell. Setz dich hin! Für Sie dann einmal der Kaffee, aber ich bin selbst total müde. Trinken Sie gerade aus meiner Tasse? Ey, was soll das denn? Oh, Sie haben sich ein bisschen mit Kaffee vollgekleckert. Schokoriegel oder Kekse? Was war das nochmal? Schokoriegel oder Kekse? Was war das zweite? Schokoriegel oder Kekse? Entschuldigung, ist Ihr Handy im Flugmodus? Nein. Oh, ist das Ihr Kind? Ja, das ist meins. Es gibt 100 pro solche Personen, die als Flugbegleiter arbeiten. Eigentlich muss man ja immer nett sein. Aber die denken sich wahrscheinlich manchmal so wirklich, was für ein Idiot bist du gerade so? Wieso kannst du dich einfach jetzt anschnallen und dein Handy auf Flugmodus stellen? Das ist doch jedem bekannt. Mach das doch einfach. Aber wenn so ein Kind, so ein Baby die ganze Zeit rumschreit und mir wird zum Beispiel richtig schlecht im Flugzeug. Also ich bekomme da so, ich habe so Druckprobleme. Ich falle manchmal in Ohnmacht, stehe dann wieder auf und falle wieder in Ohnmacht, weil ich einfach Druckprobleme habe. Und dann einfach noch im Hintergrund irgend so ein Baby, das die ganze Zeit heult, das ist wirklich, ich weiß nicht. Es tut mir auch leid, dass es heult. Aber ich tue mir auch leid. Oh Gott, wie scheiße das gerade klang. Wir machen weiter. Ja, irgendwie juckt und brennt es fürchterlich und es riecht auch ganz komisch. Haben Sie gerade ein Foto gemacht? Nee, ich schicke das nur eben meiner Frauenärztin. Hä, aber Sie sind doch selbst Frauenärztin. Hm? Und hier ist noch Ihr Ultraschallbild. Erkennt man schon, was es wird? Ja, auf dem Bild erkennt man es noch nicht hundertprozentig, aber ich würde sagen, es wird ein Alien. Was sagen Sie da bitte? Passt doch optisch zum Vater. Das ist eine Frechheit. Glückwunsch. Dieses Ultraschallgel, das klebt doch immer so überall. Ich gebe Ihnen gleich auch ein Tuch, dann können Sie sich abputzen. Aber ist alles tipptopp, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Okay, dann bin ich beruhigt. Ach, jetzt hätte ich die fast weggeschmissen, dabei brauche ich dir gleich noch zum Backen. Würden Sie vielleicht mal das Eis weglegen? What? Ich brauche den Stiel gleich für den Abstrich. Das können Sie doch nicht ernst meinen, das ist doch ekelhaft. Ach so, nein, ich habe mir heute Morgen extra die Zähne geputzt. Ach so, na dann. Meine Frauenärztin, die ist, die ist auch richtig komisch. Die ist irgendwie, die nimmt mich, glaube ich, nie ernst. Vielleicht denkt die, ich wäre 12 und gehe zum Frauenarzt. Ich weiß es nicht. Vor allem als das erste Mal, als ich hingegangen bin, das ist ja immer so ein bisschen so ungewohnt, ist ein bisschen peinlich und so. Keine Ahnung, wo es null peinlich ist. Also, falls ihr schon im Alter seid und ihr müsst zum Frauenarzt gehen, zum Gynäkologen, nichts Schlimmes.
Vielleicht kennt ihr mich von YouTube, wenn ich Mutter wäre. Mama, wachst du irgendwann nochmal auf? Huh? Es ist 11.30 Uhr. Was? So früh? Ich meine, spät? Wir sind seit 7 wach und warten. Oh, wer bitte steht denn freiwillig an einem Sonntag um 7 Uhr morgens auf, huh? Ich meine natürlich, wie lobenswert, dass ihr schon so früh wach seid. Der frühe Vogel fängt ja bekanntlich den Wurm und ich bin unheimlich stolz darauf, dass meine Kinder solche Lerchen sind, wohingegen ich eher einem Koala-Bären ähnel. Koala schlafen bis zu 22 Stunden am Tag. Genau, Liebes, genau. Ich komme. Ich schlafe auch so unglaublich gerne lang. Also unter der Woche kommt es nur an Samstagen manchmal dazu. Und sonst eigentlich nie. Irgendwie muss ich immer früh aufstehen. Das ist richtig nervig. Ich will einfach nur einmal ausschlafen. Wäre die Möglichkeit da, würde ich wahrscheinlich echt bis um 1 Uhr schlafen. Bis 13 Uhr. Ritter? Haben sich den Mittelfinger in den Arsch gesteckt? Ja, so zum Saubermachen. Aber es ist ja, überleg doch mal eigentlich, wie praktisch das ist in der Zeit, wo es noch keine Klopapierrollen gab. Das ist der längste Finger, da kommst du am tiefsten in die Poperze rein. Fair point. Als ob wir das nicht alle ab und zu machen. Es gab mal ein Mädchen in der Grundschule, die hat beim Scheißen auf der Mädchentoilette, hat die mir den Mittelfinger so Scheiß rausgeholt und hat mich damit gejagt. Nein. Doch. Ey, Kinder sind so ekelhaft. Oder war es doch Abi? Nee, das war Grundschule. What? Das haben Ritter wirklich gemacht? Ich folge so einem TikTok-Account, so einem englischen. Und der Dude, der klärt einfach so auf über Mittelalter, allgemein über prähistorische Zeiten gefühlt, wie so Könige, was die so gemacht haben und so. Und es gab so einen König, das war eine Ehre, wenn Gäste zu ihm kommen und er vor ihnen scheißt. Like for real, vor ihnen kackt. Und eine größere Ehre ist, wenn die Gäste seinen Arsch abwischen konnten. Ich weiß nicht, welcher König das war. Aber allgemein damals, die Zeit, die war so eklig. Menschen haben so viel Zucker gegessen. Vor allem der Adlige stand, der hat super viel Zucker gegessen. Es war ja auch teuer. Und deren Zähne waren einfach verrottet. Und die haben das einfach immer irgendwie so rausgezogen und so. Menschen damals waren einfach gruselig. Ich schwör bei Gott. Ich finde via Erdshop die Namen von random Personen raus und tue so, als würde ich sie kennen. Theresa? Ah, dann habe ich dich verwechselt. Bist du nicht Yannick? Nee. Ariadne, ja, warum? Wir haben zusammen Fußball gespielt. SV Denkingen, kennst du den nicht? Doch. Paris. Hey, aber wie kannst du denn gleich aussehen und den gleichen Namen haben? Nee, es tut mir super leid. Ich habe auf dem Flügel gespielt, du im Mittelfeld. Ich habe in Griechenland gelebt. Du hattest nämlich so einen krassen, so einen Rabona-Trick drauf, das war echt krass. Nee, also ich spiele Basketball, nicht Fußball. Boah, aber sie hat echt versucht, sich zu erinnern und dann, das war einfach nicht matchend. Aber stellt euch vor, er hätte jemanden gefunden und dann hätte er auch was Richtiges gesagt. Also zum Beispiel Fußball und sie hätte wirklich Fußball gespielt. Okay, wir schauen weiter. Ich werde deinen Arm fliegen lassen und zwar ganz einfach nur, indem du dieses Video hier schaust und tust, was ich dir sage. Das Einzige, was du nämlich tun musst, ist, dass du deine eine Hand so hältst und mit deiner anderen Hand bzw. deinem Arm auf diese Hand drückst. Also drück die eine Hand runter und die andere Hand hoch und presst so fest du kannst. Hier. Auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist, mach es einfach und versuch's. Dein Arm wird gleich fliegen, vertrau mir. Schick das natürlich deinen Freunden, damit sie es auch ausprobieren können. Wie? Und folg rein, wenn du mehr solcher Experimente magst, weil hier auf dem Kanal kommen einige. Drück einfach weiter so lange, bis ich dir sage, dass du die obere Hand wegnehmen kannst und okay, dann wird die untere Hand einfach nach oben fliegen. Relativ anstrengend finde ich auch, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, in 5, 4, like auf jeden Fall das Video, wenn es bei dir klappt und folg rein. 3, 2, 1 und lass los. Und merkst du, wie der Arm hochgeht? Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Liegt es am Mikro, das vor mir ist? Ich weiß es nicht. Aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitgemacht habt und ob das bei euch funktioniert hat. Aber mir gerade nicht. Idiotentest Part 8. Boah, ich liebe Idiotentests. Pause drücken und in Ruhe nachdenken, bevor du die Antwort unten in die Kommentare schreibst. Frage 1, ein absoluter Klassiker, das kennen die meisten von euch. Ein Mann hat ein quadratisches Haus. Alle Seiten zeigen nach Süden. Ein Bär kommt vorbei. Welche Farbe hat der Bär? Wenn alle Seiten nach Süden zeigen, müsste es ja irgendwie der Bär aus dem, warte, West, Nord, aus Süd. Ja, das müsste ja aus, irgendwie aus dem Norden kommen, oder? Und das müsste ein Polarbär sein, oder? Also ein weißer Eisbär. Weil Nordpol und so. Natürlich weiß. Wenn alle Seiten vom Haus nach Süden zeigen, ist der Mann am Nordpol. Frage 2, auch eine mathematische Frage, darf natürlich nicht fehlen. Was ist 2 plus 2 mal 2? Das ist easy. 2, Punkt vor Strich, merkt euch Leute. 2 mal 2 ist 4, plus 2 ist 6. Die richtige Antwort lautet
6, ja. Nicht 8. Solltest du jetzt 8 in die Kommentare geschrieben haben, solltest du die 3. oder 4. Klasse wiederholen, denn da lernt man die Punkt-Vor-Strich-Regel. Und die letzte Frage für heute. Ein Flugzeug stürzt genau an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich ab. In welchem Land werden jetzt die Überlebenden begraben? Na, woher die halt kommen, werden die dort begraben. Aus welchem Land sie kommen. Dort werden sie auch begraben. Wenn sie aus Deutschland kommen, dann werden sie dort begraben. Wenn sie aus Österreich kommen, dann dort. Aber die Antwort lautet... Gar nicht. Es sind die Überlebenden. Die leben normal weiter. Ach so. Konntest du alle Fragen richtig beantworten? Das hier ist deine Bewertungsskala. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welchen Rang hast du geschafft. Like and follow für Part 9. Überlebende, ich bin so blöd. Ich musste einfach nur gut zuhören. Natürlich faile ich da erstmal. Aber okay, habt ihr alles richtig gehabt? Seid ihr besser als ich? Oh Gott. Hi, ich mache jetzt einen Idiotentest mit meinen Mädels. Schon wieder ein Idiotentest. Der Bauer hat 15 Schafe. Alle laufen in den Wald außer 9. Wie viele Schafen stehen noch auf der Weide? 9. Hä? Da waren 15 Schafe. Ja, alle laufen in den Wald außer 9. Ja, 9 bleiben ja noch da. So, ja, außer 9. Richtig. Was wiegt mehr? Eine Tonne Federn oder eine Tonne Ziegelsteine? Beides gleich. Sehr gut. Der Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste Berg. Mount Everest. Eine Glatze, wenn eine Halbglatze... Lena, lass die Frage zu Ende stellen, das zählt nicht. Lena. Während eines Halbmarathons überholt Tom Peter, der auf dem 2. Platz war. Auf welchem Platz ist Tom jetzt? Auf dem 2. Du kannst dich fragen. Nein, warum? Was hast du gesagt? Warum soll ich die Fragen kennen? Warum? Jeder schon mal diesen Idiotentest gegoogelt hat, ich auch. Ich nicht. Deswegen kennst du die Antwort. Ja. Oh, okay. Sie hat es wenigstens zugegeben. Oh Mann. Ich werde jetzt das erste Mal in meinem Leben mit meinem Auto durch McDrive fahren. Sie werden so schnell erwachsen. Ich bin euch ehrlich, ich habe extrem Angst. Und du lässt die Angst zu und machst sie zu deiner Waffe. Natürlich, deswegen bist du so erfolgreich. Wenigstens bin ich nicht alleine, Mara ist heute mein Beifahrer. Hi Mara. Ist soweit, wir sind da. Ich bin so aufgeregt, hoffentlich läuft nichts schief. Oh mein Gott, schon mal voll, die vergessen ihre Mayo. Ich hätte gern einmal ein Cold Brew Karamell Latte. Hört, hört, eine Frau mit Geschmack. Pommes. Weil's die besten sind. 9,17 € am Essen. Okay. Geschafft. Dankeschön. Ach du Scheiße, die waren so unhöflich. Die waren unhöflich zu dir? Ich würde dir sagen, gewöhnlich dran, das sind sie immer, aber zu dir? Also wirklich, an den Mitarbeiter zeige ich jetzt den Finger hier. Weil den darf ich auch egal zeigen. Der ist erlaubt. Ja, war cool. Ja, fand ich auch. War cool. Einige Influencer nehmen ja ihre Zuschauer mit in ihr Leben. Überall. Und das gehört dann halt auch dazu. Das ist ja schon was Besonderes. Sie hat ihr Führerschein bekommen und dann will sie halt zum McDrive fahren das erste Mal. Ist schon was Besonderes. Wenn ein Friseur einen Fehler macht, ist es direkt ein neuer Haarstil. Stimmt. Ja, stimmt. Und wenn ein Politiker einen Fehler macht, kommt direkt ein neues Gesetz dabei raus. Und wenn ein Forscher einen Fehler macht, ist es direkt eine neue Entdeckung. Wenn ein Schneider einen Fehler macht, wird es zum neuen Mode-Highlight. Wenn ein Lehrer einen Fehler macht, wollte er uns nur testen. Und wenn ein Professor einen Fehler macht, wird es zu einer neuen Theorie. Aber wenn wir einen Fehler machen, ist es ein Fehler. Ja, Mann. Sag mal, hast du die Hausaufgaben gemacht? Nee, hab ich vergessen. Aber das stimmt. Unsere Welt besteht wahrscheinlich aus so vielen Fehlern. Also auch diese ganzen Theorien, das sind meistens Fehler. Alles, was wir in der Schule lernen, das muss nicht sein, dass es wahr ist, ne? Auch das Ganze mit der Big Bang Theory. Das wurde ja auch irgendwie gerade gesagt, dass es nicht unbedingt stimmen muss, weil irgendwas anderes gefunden wurde. Ja, also irgendwie, Schule ist eigentlich auch wieder so ein Verbreiter von Fehlern und von Unwahrheiten. Zum Teil. Mathe zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass es da einen großen, also da, dass es da Fehler gibt so. Aber Mathe ist Abfuck, ich schwöre bei Gott. So Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und sonst würde ich sagen, habt eine wunderschöne, produktive Woche. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Piu.